Am 9. Spieltag der Bezirksliga Hannover traf heute die Spielvereinigung Bad Pyrmont auf die auf dem Abstiegsplatz stehenden Nienstädter. Vor dem Spiel gab es eine Gedenkminute für den bei einem Unfall verstorbenen Rudolf Hirtl, Vater von Marco und Marcel Hirtl. An dieser Stelle auch von uns ein herzliches Beileid. Nun zum Spiel. Die Pyrmonter machten von Anfang an Druck und erarbeiteten sich schon in den ersten Minuten gefährliche Torchancen. Und so mussten die Zuschauer nicht lange auf das erste Tor warten. In der 15. Minute besorgte Florian Büchler nach schöner Vorarbeit von Barendank die 1-0-Führung für Pyrmont. Die Pyrmonter hatten die Nienstädter ganz klar im Griff. Hier eine weitere Torchance für Bad Pyrmont. Den 2:0 Halbzeitstand besorgte nach einem Eckball in der 26. Minute Nico von Stiepenkrohn. In der zweiten Hälfte machten die Pyrmonter da weiter, wo sie in der ersten aufgehört haben. Schon in der 50. Minute machte Toni Straubel das 3:0 für Pyrmont. In seinem zweiten Treffer am heutigen Tag baute Büchler die Führung von Pyrmont weiter auf. 4:0. Nur 7 Minuten später glänzte auch Nico von Schietenkrumm mit seinem zweiten Tor zur 5:0 Führung für Pyrmont. Das hochverdiente Endergebnis von 6:0 besorgte dann kurz vor Schluss Torben Rien. Über das gesamte Spiel gesehen war Pyrmont die klar bessere Mannschaft und hätte weitaus höher gewinnen müssen. Die Nienstädter hatten kaum Chancen und hatten Glück, dass sie nicht zweistellig verloren haben. Bad Pyrmont hat 6:0 gewonnen gegen Nienstedt. Ein paar Worte von dir zum Spiel. Ja, also ich zeige jetzt ganz einfach mal eine klasse Leistung. Wir haben endlich mal wieder mal bewiesen, dass wir auch diszipliniert spielen können und ruhig spielen können, nicht was wir sonst mal falsch gemacht haben. Horror-Fußball und das war, denke ich mal, super ausgespielt. Hätten ein paar Tore noch mehr fallen können, aber ich denke mal, 6:0 kann man auch zufrieden sein. Nee, war ein tolles Spiel. Sauber, danke dir. Bitte.